Schwuppdiwupp, da bin ich auch schon wieder. Hab ja gesagt, hier geht sofort weiter. Wir gehen natürlich nicht raus aus dem Game. Wir spielen jetzt hier gegen. Wie spielen wir denn? FSV Frankfurt. Ah, kein Problem. Haben wir hier eine fitte Mannschaft hier oder wie sieht das aus? Ah, Behich, der war ja Linksverteidiger. Ah, da muss auch wieder Linksverteidiger spielen. Komm, Kratz wieder hin. Ich geh mal raus für Kluft. Bonso kann Urlaub machen. Korte kommt rein. Der andere Korte hier mit Peters hier. Muss Kräfte schonen für das letzte Spiel. Ach, Pikachu ist ja hier. Da muss der doch hin. Na, hier kommt Wasserhausen. Kannst du mal Innenverteidiger spielen? Kannst du das überhaupt? Ja. 24 kann man ruhig mal spielen. Hier ist nicht der Beste, aber kann ein bisschen was. Ein bisschen langsam, macht nichts. Da verwehre ich als Innenverteidiger mit 81. Yeah. Drücke hier gerade ein bisschen rum. Ich bin schon kurz vorm Einpennen. Macht nichts. Hier schön drücken. Hauptsache es bewegt sich auf dem Bild. Hier Lecky ist verletzt, Junge. Rookie Lecky. So, Freistoß Silberlevel. Folgt versuchen, schieße den Ball um oder über die Mauer oder unter ihr hindurch. Versuche dabei. Toll. Ach, das ist doch scheiße. Jetzt kein Bock, kein Nerv zu für die Scheiße. Das muss jetzt hier losgehen. Wir begrüßen Sie am Fußballmikrofon. Manni Breukmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und los geht's. Und wie immer vor dem Spiel stellen wir uns die Frage, gibt es ihn, den Favoriten? Ehrlich gesagt glaube ich es nicht, das ist völlig offen hier. Wie immer. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Jetzt schießt er und neben das Tor. Ja! Er nimmt die Kugel ganz cool an. Natürlich. Ganz, ganz cooler Typ. Das ist die Möglichkeit. Jetzt ein Konter. Ah, wenn ich jetzt hier. Ah, ja. Und so bereinigt man eine solche Situation. Ja, ey, Dimi. Achtung, jetzt. Und weiter heißt es aufgepasst. Und der Torwart war wieder dran. Dini Bonlongu da, wie die Bonzu gewesen wäre, der hätte den da. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Der hätte den reingezwirbelt da. Bitte attackiert. Er taumelt wie ein Boxer, aber er steht. Gott, der Junge. Kann er sich den Ball holen? Ein herrlicher Pass. Er hat den Ball sofort. Oh, Kratz! Er haut ein wunderbares Luftloch. Also, das gibt also eine Spitzennote in der künstlerischen Bewertung. Aber trotzdem, schön sah es nicht aus. Nee, also, das war schon ein bisschen eher was zum Schmunzeln. Man soll ja immer vorsichtig sein vom Kommentatorenplatz aus. Aber das hatte schon was zum Grinsen. Das ist kannst du mal die Schnauze halten, Alter? Das Ding war fast drin. Das sind zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, aber man sieht es hier, Fußball ist ein Mannschaftsspiel. Ja. Und Eintracht Braunschweig ist in der Liga auf dem 2. Platz. Und da kommt Behich angefetzt. Kann er sich den Ball zurechtlegen. Und jetzt geht's ab. Guck mal hin. Ja. Und der Ball ist drin. Der Wichser, Alter. Der Wichsno. Ja, also alle, die das Wort gerade noch schauen, ist ja jetzt in der Saisonendspurt. Die letzten 2 Spiele. Danach noch die Transferphase und der Start, die Vorbereitung in die neue Saison. Das werde ich alles noch machen. Denke ich. Gute ist schon ein bisschen spät, aber egal.
Jawohl, er hat erklären können. Letzten zwei Spiele hier in der Saison. Bin Zweiter. Zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Das sah gar nicht schlecht aus, aber jetzt sind die anderen wieder am Ball. Ach, teuer Kauf, Norman, Alter, das ist auch eine Bank, ey. Die Kollegen helfen ihm schön. Jetzt beeilt euch mal, da ist ein schöner Konter drin. Das ist es! So stoppt man einen gegnerischen Angriff. Der Konter wieder vorbei. So sieht ein Pass aus. Ah, er mit dem Ding. Gewämm ist gar kein Problem. Wieder die Knochenbrecher hier von Frankfurt. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Boah, wie kann man den denn verschießen? Wirklich ganz kläglich daneben. Da gibt's nicht mal eine Wiederholung von, Alter. Hier, zack. Wie kann man den denn aber auch verschießen, bitte? Ah, Mist, verdammt. Und da ärgert sich natürlich vor allem der Passgeber. Ja. Chance zum Konter. Der sah gar nicht schlecht aus im Ansatz, der Konter. Aber jetzt ist es vorbei. Ah, der arme Konter. Jetzt kann die Flanke kommen. Einwurf, her damit. Ja, der Pass kommt. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Ah, ich muss mir das nochmal kurz angucken. Hier irgendwo, es fällt mir gerade erst wieder ein Kumpel. Gameplay, irgendwo war da was. Da konnte man nämlich Handspiel im Elfer, dass der Schiedsrichter dann Fehlerhaftigkeit, First Touch, Ball Control. Scheiße, muss ich nochmal gucken, oder mein Kumpel muss mir sagen. Das war irgendwo versteckt in den Optionen. Oder ihr schreibt es drunter in die Comments. Man kann das nämlich einstellen, dass man da Elfer bekommt oder halt auch gegen sich gepfiffen bekommt, wenn dann halt ein Verteidiger am 16er oder irgendein Spieler, eigener Spieler halt den Gegner anflankt quasi, anschießt oder was, dass man dann einen Elfmeter dann halt dafür bekommt oder halt umgekehrt gegen sich gepfiffen. Das gibt's irgendwie. Bei FIFA 12 war das jedenfalls, da gab es irgendwo eine Option. Ja, super Flanke. Ja. Gib Einwurf. Denn hier und so. Das macht er richtig gut. Ruckelt denn jetzt auf einmal so ekelhaft hier? Der könnte passen. Oh, ganz kurz mal ausmachen hier. So, ich hoffe. Ist noch alles drin. Jetzt geht's wieder. Komisch geruckelt gerade eben so. Ja, mit der Karre. Eine knappe Pausenführung. 1:0 nach 45 Minuten. Weg, schnell, weg. Ich muss weiterspielen. Keine Zeit. Der Trainer bringt nochmal einen frischen Spieler. Er kann eigentlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft geleistet hat. Aber er wechselt nochmal aus. Immer noch so leicht ruckelig hier. Das ist ein sehr schönes Passspiel. Was ist das denn, Mann? Jetzt könnte es gefährlich werden. Gestört hat er ihn, aber den Ball hat er nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das ruckelt hier auf einmal so doll. Machst du hier gerade irgendwie Updates oder was? Update mal.
nicht gekriegt. So, FIFA abgeschmiert. Toll, toll, toll. Ich bin mal gespannt. EA Sports. It's in the game. Wo ich da zuletzt gespeichert habe. Das müsste eigentlich vor dem Spiel sein. Und dann habe ich eigentlich keinen Bock, das jetzt nochmal neu anzufangen. Dann machen wir es doch beim nächsten Mal. Also Saisonendspurt und... Transfer-Scheiß und so. Halt, das habe ich jetzt schon wieder gedrückt. Nein, ich will kein Dings-Matchday spielen. Laden. Ah, gegen Frankfurt. Ja, müsste ich jetzt nochmal von vorne anfangen. Nee, dann machen wir es doch anders. Dann ist das jetzt halt ein Wort. Ich lade das und rendere das. Also ich rendere das trotzdem und lade es trotzdem hoch. Aber. Ja, habt ihr halt jetzt Pech oder ich hab Pech. Hat irgendwie komisch geruckelt auf einmal. Und ja, wir können uns jetzt aber nochmal so ein bisschen hier so die Mannschaft mal anschauen, damit wir jetzt noch ein bisschen was sehen. Und vor allem kann ich jetzt endlich mal hier wieder die Mannschaft wieder richtig einstellen hier, denn der Behich ist ja eigentlich als Linksverteidiger. Und LM spielt ja Boland. Peters ist hier rechts. Ah, Bonzu mittlerweile 63 schon. Hey, und Pink 62, cool. Pikachu, Kuraya, Kessel, hier kommt... Ach ne, hier, Bikakicic kommt da ja raus. Das ist ein Verteidiger, den zweiten hatte ich halt den hier, genau. Das ist ja jetzt wieder die Top-Startelf. Beide recht schnell. Kann auch rechts, der kann rechts und links. Ah, der kann auch. Ja, der kann. Ne, dann muss hier Kluft noch mit hier für Hennen auf der Bank. So, haben wir das Team wieder ordentlich eingestellt. Gucken wir uns nochmal den Mannschaftsbericht an. Ah, der Bikacic Koraya. Sehr glücklich. Ah, alle glücklich. Ah, Moral bedroht. Ach, bei Ken, die Fresse. Ah, Trüppel, der ist ja verliehen. Gucken wir mal bei den Verträgen. Ah, mal noch ein Weilchen. Ah, Kort. Verlängern, aber nicht für nee, 2 Jahre. Hier kriegst du 2,6. So, Nachwuchsabteilung, Jugendmannschaft. Na, dann wären die beiden ja drin. Von dem erwarte ich mir viel hier. Eine 58 Minimum. Linksfuß. Der könnte gut sein, der könnte aber auch fataler Schrott sein. Ach komm, wir machen nochmal das Spiel hier, oder? Warte mal, können wir es riskieren? Mal kurz auf den Kalender gucken. Es sind noch 3 Spiele. Wir haben 2 Punkte Rückvorsprung auf den Relegationsplatz. Wir machen es jetzt mal ganz abgewichst, Leute. Speichere. Und ich simuliere. Ah, nochmal schön ein Punkt. Das Punkt ist immer gut. Bla bla bla. So, jetzt haben wir 3 Punkte schon auf den Relegationsplatz. So, es wird wieder gespeichert.
formulieren. Lustenberger ist krank. Oh. Ah, gewonnen! Korter lehnt ab, das dumme Schwein. Unglücklich mit Gehalt. Fliegst du raus. Ach, Koraya will mehr Kohle. Hier hast du 4-5-2. Korte will mehr Geld. Ja, bla bla, will nicht. Gut, also wieder speichern. Ihr seht das ja, jetzt ist schon 1 Uhr. Ich hab keinen Bock mehr groß zu zocken. So. Ach, auch zu wenig. Gut. Allen ist scheiße. Nationaltrainer von, was ist das denn? Chile? Nö. Schön simulieren. Oh, punktgleich mit Hertha. Ich kann sogar noch Zweitligameister werden. Ich wieder echt gut gespielt, die letzten Spiele. Ach, Kacke, hier nix. Wie, 50.000 kriegen wir für den Ligasieg? Das ist doch wohl ein Witz. Ja, mit 80 Punkten. Zweitliga-Champion. Goldener Schuh für Bonzo, Junge. So, ist die Saison vorbei. Wie Freiburg zum Meister gekrönt. Ach so, DFB-Pokal. Ja. Ja, gegen Freiburg bin ich ja auch rausgeflogen. Niederlande. Nationaltrainer von wo? Norwegen? Nee. Übernimmt man. Nein, nehme ich nicht. Bla bla. Auslaufende Spielerverträge. Zu den Spielerverträgen. So, wer läuft denn jetzt nur aus hier? Scheiße! Auf jeden Fall Korte, der muss auf jeden Fall erstmal bleiben. Ja, gut, kriegst du 3.000. Koraya Bikacic muss auch auf jeden Fall bleiben. Reich. Der kriegt auch nochmal einen 2-Jahres-Vertrag. Kessel rechts. Ah, der kriegt nochmal 1 Jahr. Turan kriegt auch nochmal 1.000er mehr. Hen. Ah, der ist gut. Er ist stark, aber der ist einfach zu langsam, ja. Kann ich ja dann erstmal muss ich alles verlängern und also möglichst billig, wenn es geht. Und dann kann ich sie gleich alle verkaufen. Korte, ah, den nehmen wir auch nochmal. Korte, den Gianluca, den. Ah, wohl für erste Liga, jetzt ist der dann, glaube ich, zu schlecht. Aber trotzdem. So, die haben alle noch. Trainerbüro. Ich muss jetzt mal das Budget anders zuweisen. Damit ich gleich noch mehr Geld habe. So. Monatsbericht Jugendmannschaft. Keiner spielbereit, macht nichts. Ja, Belgien-Trainer will ich auch nicht werden. So, wer hat abgelehnt? Korte, Turan und der andere Korte.
Ich habe kein Budget mehr. Oh, Pikachu, kein Budget. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich brauche mehr Geld. Scheiße, zu alt. Ja. So alt. Jetzt haben wir kein Gehalt mehr dafür, Mann. Muss ich das nochmal ändern hier? Die Budget zu weisen. Wir brauchen mehr Spielergehalt. Ist alles für Gehälter, ey. Damit ich die Spieler halten kann. Das kann die, ich darf die nicht verlieren, ey. So, Pikachu ist ganz wichtig. Den muss ich unbedingt behalten. Ah, wenn der wegfliegt hier. Wenn Turan, Hand, Korte wechseln, okay, aber die Pikachu muss ich auf jeden Fall behalten. Ah, gut, Pikachu hat verlängert, Grafikkarte, okay. Sie sollen endlich das Geld geben hier. Für Spieler kaufen. Ja, Bolivien, verpisst euch. Ja, weg. Korea. Haben doch gerade verlängert. Angenommen, ist alles gut hier. Nationaltrainer von Slowenien? Nee. Nein, übernehme ich nicht. Nein, Neuseeland auch nicht. Ah, die Besprechung bezüglich der Leistung. Jetzt wird das mal vom Vorstand getestet, ob ich würdig bin, den Verein weiterzuführen. Ganz schlecht aufgestiegen. Ja. Ja, zieht doch euer verkacktes Angebot zurück. Trainer der Saison. Moreno ist Trainer der Saison. Ah! Saison beenden. Manager-Auszeichnung. So, ja, tolle Saison. Ja, tolle Saison. Bla. So, Rückkehr ausgeliehener Spieler. Drüppel ist wieder da. Manager-Auszeichnung. Juhu. Übernimmt Moreno die Nationalmannschaft von Slowenien? Nee, mit dem Leben nicht. So, wo ist Braunschweig, Junge? Schalke, Dortmund, Gladbach. Ich sehe Braunschweig. Achso, das ist die erste Liga. Achso. So, Ligaziel, Abstieg vermeiden. Okay, das kann man schaffen. Saisonbudget 6 Millionen 30.000. Pokal RO32. Ja, für Bohlen hat ein Angebot. Für 1 Million zu Hoffenheim am Arsch. So, Monatsbericht Jugendmannschaft. Ah, der ist spielbereit. Den könnten wir jetzt hochholen ins Team. Vertrag anbieten. Als 9, Junge. Bester Vorbereiter, Boland im Visier von Hoffenheim. Yeah. Ja, bla. Oh, für Bonsu, was wollen sie denn geben? 350.000 am Arsch, Junge. So.
so, so. Das interessiert mich alles nicht bei den anderen. Jetzt ist wieder überall das Minus weg. Keine Ahnung, was das da wollte. Und wir haben auch 30.000 und 6 Millionen. So, jetzt können wir erstmal wieder ausdünnen hier. So. Davari kann weg, denn wir holen uns ja den Jugendspieler gerade hoch. Genau, Transferliste müssen wir hin. Oh, wir haben nur noch 18 Spieler. Da sind ein paar weg jetzt. Doch ein paar nicht den Vertrag verlängert gekriegt. Schade, schade. So, Davari auf die Transferliste. Henturan, Ayeti. Wie, Bikacic ist weg? Oder steht er jetzt hier als anderer Verteidiger? Ey. Der hat doch verlängert, oder nicht? Der stand doch da bei Vertrag angenommen. Verdammter EA-Piss. Muss ich mit Händen und Turan, Alter. Das ist doch jetzt ein Witz. Sind die Guten alle weg? So, den haben wir noch behalten. Rechtsverteidiger haben wir keine mehr. Wie soll ich denn jetzt mit 6 Millionen einen neuen Kader zusammenstellen, wenn ich jetzt auch noch... Der andere Korte-Stürmer ist weg. Alter. Na, da muss ich jetzt hier mit dem arbeiten, was ich habe. Dann muss ich mir jetzt halt noch einen Innenverteidiger und noch einen Stürmer holen. Kein Problem. Innenverteidiger. Jawohl, das kann ich ja lassen. Aber mindestens 70. Eine Million da verkosten. Und darf nicht alt sein. Kein Ergebnis. Gut. Nestor. Hä? 70, stark, kein Innenverteidiger spielen. Verletzungsanfällig. Ah, Koulibaly. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist der langsam, aber er ist stark. Aber auch wieder stark. Ja, ich glaube, den Nestor, den können wir mal nehmen. Ja. Ja, der ist einiges wert. Dann bieten wir mal 1,2 Millionen. Genau, die goldene Mitte. So, wollen wir noch einen Rechtsverteidiger? Kappelhoff. 69, 68 zu. So lang, ja. Schön schnell. Kann aber nur Rechtsverteidiger spielen. Dafür ist er schnell. Der ist auch schnell und kann auch nur Rechtsverteidiger spielen. Schade, schade. Schnell. Rechtsverteidiger, sind sie alle so unflexibel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 93. Kann der auch noch was anderes? Ja, rechte Seite alles. Das ist sehr gut. Und geht ab wie die wilde Luzi. Schlüsselspieler. Was war denn Pikachu weg? Ist 72er Innenverteidiger, Alter. Kotzt mich tierisch an. So, dann brauchen wir jetzt noch einen Stürmer. Ach du
Große Güte, Sprintgeschwindigkeit 46, was ist das denn für eine alarme Tante? Alle so laut. Oh, oh, 90. Ein Flitzer. Oh, Zom und linkes Mittelfeld. Der größten Stars einer seines Vereins. Ja gut, dann kriegst du hier 1,4 Millionen. Ah, den mit Bonzo zusammen, das war ja der Knaller. So, dann haben wir 21 Spieler. Das ist aber auch scheiße jetzt. Lass das mal ein bisschen laufen hier. Mal gucken, ob wir da mal ein bisschen was kriegen. Transferangebot für Bonzo. Nix, der bleibt. Dabari kann weg. Boland könnte für eine heftige Summe gehen. Ja. Basala hat den Vertrag akzeptiert. Mal gucken, was da für einer geworden ist. Ah, für Bonzo und Boland. Scouting Update. Alles Krücken. Zeit. Heiß begehrt, ja. Angebot akzeptiert für Nestor, für den Innenverteidiger. Gut. So, er ist wichtiger, essentieller Stammspieler und der kriegt hier gleich mal 6-8 kann er kriegen. So, Odense, Emil Larsen. Ah, der Superstürmer, den kriege ich geil. So, er wird auf jeden Fall essentieller Stammspieler und der kriegt gleich mal 7000. 200. 4-Jahres-Vertrag. So, inakzeptabel. 1,3 Millionen für den Rechtsverteidiger. Ja, gut, dann machen wir 1000 drauf. Hier kriegt er noch ein paar mehr. Ah, ist ja wie Kaktschitsch weg, gesagt er. Das nervt mich jetzt so. So, Transferangebote. Ja, komm, sag mal, wie viel wollt ihr denn geben hier für unseren Boland hier? Kann man übrigens jetzt durchschalten, hier oben mit LBR, wie die ganzen Dinger, ich letztes auch gemerkt erst. 1,9 Millionen. Eieiei. Er könnte sogar 2,3 Millionen wert sein. Soll ich Boland gehen lassen? Für 2 Millionen? 26, da kriege ich vielleicht noch... Ja, wir erhöhen es erstmal hier auf 2,3 Millionen. Und gucken, ob wir nochmal einen multifunktionellen Mittelfeldspieler bekommen. Mittelfeld. Beliebig. Der darf auch ruhig mal 1,5 wert sein. Zentraldefensiv Salif Seni. Zentraldefensiv weiter Einwurf, rechter Verteidiger. Ne? Zu langsam. Muss schneller sein. Mal hier ein anderes Alter noch dazu. Ruben Perez! Ach, zu langsam. Der ist schon besser. Kann aber auch im Zentral. Der schon guckt. Nee, den will ich nicht. Zu langsam. Ah, der kann rechts zum... Ah, der ist flexibel, aber der ist... Ah, so zu langsam. Chiquinho. 77,3.
72. Linke Seite. Ausdauer 90, 76. Speed. Kann alles in der Mitte. Ah, ist ein bisschen teuer für 1,3 Millionen. Er ist auch schon 23. Schwer Ersatz zu finden für Boland. Ich glaube, der muss bleiben. Neun für Boland. Nö. Nö. Oh, 2 Millionen zu Bremen. 2,5 mache ich einfach mal. Da, 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 da. 2,1. Nö. Alle drei kommen, super. Angebot annehmen. Angebot annehmen. Alle einzeln bestätigen. Top-Spieler verpflichtet. Aha! Wie weit wollte er haben? Wollte er mehr Geld haben? Was hat er gesehen? Ach so, nee, wir müssen erstmal noch hier. So, was kriegt er? 5000? Jetzt kriegst du mal ein paar mehr Kohlen hier. Es wird schwer jetzt auf Profi, Alter, mit den 60er Kader. Zwei 70er Spieler sind weg, Alter. Das ist. Bonzo, nein. So, können wir erstmal ein bisschen schon mal umbauen. Und wir können gucken, wie der neue Torwart geworden ist, den ich da aus dem Dings hochgeholt habe. 69. Das geht. So, wo sind sie, die Neulinge? Wo sind sie denn hin, Alter? Der Spieler ist auf dem Weg, alles klar. Und zu Roland. Nein! Und so, wer kommt jetzt? Chile? Na, ich will euren scheiß Chile-Verein nicht. Araujo kommt. Konkurrenz für Hennen, ja, auf jeden Fall. Stammplatz von Bonzo in Gefahr, auf keinen Fall. So, ist die Mannschaft, die Spieler jetzt endlich da? Ah ja, hier Lars, da ist er endlich. Da habe ich jetzt den super Turbosturm hier. Sprintgeschwindigkeit 91, Alter. Super geil. So, Innenverteidiger Araujo hier. Der hat hier 75, der hat 72, also gut. Schnelles Innenverteidiger hier. Stark, ja. Er sieht auch schon aus wie so ein Bulle, der rammt alle kaputt. So, Basala Masana kommt hier schon mal für den. So, jetzt muss ich mit Kluft und Korte hier erstmal auskommen. Boland, Pink hat sich kaum entwickelt. 2 Punkte in der einen Saison. Das ist nicht so der Knaller. Ah, darf er mal kratzen. Noch teuer Kauf ist auch weg, verdammter Mist, ey. Wir brauchen noch einen Zentraldefensiven, der vielleicht auch noch ein bisschen was kann. So. Spielerverkauf. Vier Innenverteidiger, 2 links, 1 Rechtsverteidiger nur. Toll, diese gute Rechtsverteidiger, dieser. Ja, Yeti ist noch da. Das nervt mich jetzt total. Ich habe aber auch keinen Bock, alles nochmal neu zu machen.
Aber den Rechtsverteidiger haben wir doch eigentlich gekauft gerade, ne? Stürmer auf jeden Fall 4 Stück, das sollte reichen. Nein, der Ademi ist jetzt kein Knaller. Nein. So, wir brauchen noch ein Mittelfeld. Zweikampf, wo ist hier? Für Zweikampf. Ah, da sind wir wieder bei Ruben Perez. Ah, der war so lahm und kann auch sonst nichts. Der ist mir zu alt hier. Jetzt 40, 50er Noob da. Ah, der guckt so scheiße. Alle zu alt. Salif Sahne. 74, knappe 70. Sehr stark. Weiter Einwurf. Rechter Verteidiger. Soll er kosten? 1,5. Obwohl hier mit 19 eine 69. Das ist natürlich auch schön. Das ist ziemlich lang. Der ist schon besser. Viel Ausdauer und Kopfball stark, denke ich. Kann in der Mitte hinten alles. Jetzt geht's wieder los. Jetzt muss ich wieder improvisieren, weil drei Spieler weg sind. Sehr beweglich, recht schnell. Akrobat. Er sieht aus wie ein Schwerverbrecher, Alter. Guck dir den immer an, Alter. Ah, aber typisch hier ist schnell. Zentral, defensives Mittelfeld. So langsam. Die Baut van Acker. Ah, akzeptabel. Ah, innen rechts und hinten kann der eine Menge. Ah, der Akrobat hier ist halt. Kann Rechtsverteidiger spielen. Ah, machen wir dem mal ein Angebot hier. Zufrieden. Der wird teuer. Da ist er, der Rechtsverteidiger, ne? Ja. Halt. Transferangebot wieder für Boland und Edwini. Ja, ja, ja. So, der Figueras ist gleich da. Wasserhausen. So. Ah, wenn ich jetzt hier Pikachu und Araujo hätte, das wäre auch richtig geil. Ich 72,69. Jetzt habe ich nur ein 64,69. Ah, dafür sind sie alle recht schnell. Ah, er hier vielleicht nicht ganz, aber er ist halt... Ah, das geht schon. Er hat schlechte Balance, aber dafür ist halt ein Tier. Der fällt halt so schnell nicht um. So, zentral-defensiv muss Kratz, Peters, Boland, ich bin in der Mitte. Habe ich jeweils einen Ersatz mit Kluft und Korte. Ah, es geht so langsam, aber ich bin richtig zufrieden, mich eigentlich nicht. Begehrt. Boland, leckt mich doch mit eurem Boland. Boland bleibt, Alter. Millionen, Alter. Ist mir der 2,1 Millionen. Alter, ja, bin ich. Ist das die Wert? Gucken wir nochmal nach einem anderen. Und wie viele Spieler haben wir eigentlich jetzt insgesamt? 22er Kader, gerade so, Alter. 22, 24 wäre eigentlich besser. So, was brauchen wir jetzt? Nochmal ganz genau gucken. Wir haben 4 Stürmer, okay. So, 2 linke, 2 rechte.
Zwei rechts, zwei links, vier Innenverteidiger, ist okay. Ja, drei Torwart, einer hier, Davari, letzte Woche, letzte Saison wollten sie nur noch alle haben, aber jetzt will kein Schwein mehr haben. Wir brauchen noch einen Zentraldefensiven auf jeden Fall, der auch noch ein bisschen was anderes kann, hoffentlich. Wir haben 2 Millionen Kohle. Ja, okay, der darf ruhig auch mal ein älterer sein. Na, mal hier 26. Gibt aber keinen. Ach doch, hier. Oh, du große Güte, was ist mit dem denn los? Das ist viel zu lang. Ah, knapp 80, 74, Sporting. Kann er noch was Tolles? So langsam. Das ist halt irgendwie alle zu langsam, ey. Keine Bestrafungsbewegung. Nilton hatten wir gerade. Ah, der sieht freundlich aus, aber der ist halt so lahm, Alter. Nicht mal eine 70. Gott, oh Gott, 52. Ey. Was ist das denn für ein Vogel? 60 hatten wir gerade schon. Ah, der vielleicht, aber der kann auch wieder nichts. Einfach kein. Zentraldefensiv, was machen wir denn da? Ich suche mal nach Innenverteidigern. Vielleicht gibt es Innenverteidiger, die auch Zentraldefensiv spielen können. Ah, da suchen wir aber auf jeden Fall keinen alten Sack. Der muss jung sein. Von Arsenal. Wie schnell der wieder ist. André Hoffmann, das klingt doch schon mal gut. Toll. Sprinttempo 50. Sprinttempo, sekundäres Attribut. Ach so, ich muss. Ah, nee, ich habe hier vergessen. Das noch einzustellen. So. Ja, innen und links. Oh ja, der Sprung gerade, der ist kopfballstark auf jeden Fall, ja. Ah, der kann auch zentral defensiv, gucke. Und rechts verteidigen. 70, 70. Oh, hier, schöne Frisur. Von Dynamo Dresden, bist du wahnsinnig? Nee, den nehme ich auf Prinzip schon nicht. So lang, Mann. Ist auch schöne Frisur. Ist günstig und... Ah, 70, fast 70. Saudi-Arabien kann nur Innenverteidiger. Der hat, sieht so aus, als wäre er ein bisschen fett. Aber fast 80. Distanzschütze, innen und links. Noch einer von Red Bull Salzburg. 70, ne? Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Oh. An, ja, aber der kann halt nur Innenverteidiger. Ich meine, kann man auch in Zentraldefensiv spielen lassen, aber da ist er dann nicht so toll. Andrea De Vito, Innen und links. Hey, der eine hier oben, der war, glaube ich, gut. Ja, ist okay, oder? Der kann auch das Powerkopfball rechts und in der Mitte.
Notlösung hier. Die müssen alle bleiben. Jetzt werde ich jetzt auch noch wieder einer verletzt, Alter. Das ist natürlich dann richtig ärgerlich. Inakzeptabel. 1,9. Ja, muss sein, ne? Das nervt, dass man den 1000. Akzeptiert. Von Träumen von solchen Spielern, ey. Die da gerade die ganze Zeit angezeigt werden. Na, hier Suarez oder was weiß ich. So, Nationaltrainer von wo? Keine Ahnung. Ach, Norwegen. Ey, komm. Leck mich. Angebot abgelehnt. Er möchte eine größere Rolle spielen. Neues Angebot. Ja, was ist jetzt hier wichtig? Was ist höher, ein künftiger Stammspieler, also in Zukunft vielleicht, wichtiger oder essentieller Stammspieler? Problem, kriegst einfach mehr Geld. Nur mehr Kohle will er haben. Ah, Fußballbad Norwegen zurückgezogen, bla bla bla. Abgelehnt. So, also wichtiger Stammspieler will er nicht sein. Essentieller Stammspieler hat er, glaube ich, auch abgelehnt. Dann gehe ich jetzt mal auf künftiger Stammspieler. Aber wenn er dann doch kommt jetzt und der macht jetzt schon so eine Sperenzchen. Ach du Scheiße. Da habe ich mir jetzt ja einen geholt dann, wenn ich den doch kriegen sollte. Ganz ehrlich, wie sie meine Rolle im Verein sehen, ist eine Beleidigung. Was ist das denn für eine Tucke? So, jetzt nochmal. Essentieller Stammspieler kommt jetzt. So eine Muschi, Alter. Alt genug. Natürlich auch erstmal gleich ein Testspiel gegen Real Madrid, was ich da jetzt schon wieder im Kalender sehe. Kein Problem. Das wird ja ein Spaß auf Profi gegen Real. Oh, Okore. Na, dann komm mal her. Schon da? Ja, komm mal her. Da bin ich ja mal gespannt.
das für einer ist. So, das Transferangebot für Randy. So, Schrott, Schrott, Schrott. Alles Schrott. Zu alt. Ken Reichel will spielen. Erstmal speichern wir ab. So, schön Testspiel gegen Real Madrid. Das natürlich. Ja, ich mit meiner 60er Gurkentruppe und hier alles 90. Ja, kein Problem. Dann holen wir gleich mal rein hier unseren Herrn Okore. Kannst du eigentlich noch etwas anderes hier? Er kann auch zentral defensiv spielen. Larsen, Junge, guck ihn hier an. Hier, boom. Und Edwini, boom. Ah, kein Foto. So, das machen wir jetzt noch. Testspiel gegen Real Madrid. Und danach gehe ich pennen. Ist schon Zeit 2. Ja. Ach. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Manni Breukmann. Neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Ja. Was kannst du uns zur heutigen Heimelf sagen, Frank? Es steht natürlich eine schwierige und lange Saison an, an deren Ende schlicht und ergreifend der Klassenerhalt stehen soll. Ja, mit dem Testspiel schön gegen Real Madrid, das ist natürlich ein Riesenspaß. Ah, Peters ist da geblieben, hat mich nicht verarscht, hier wie Teuerkauf und Bikacic. Ist aber auch ein Kanten da, der. Also beide Innenverteidiger, jetzt voll die Kanten und schnell. Die alle flitzen hier bei Real, Alter. Zweikampf um den Ballbesitz. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Ah, jawohl, kein Problem für Casillas, Alter. Des Torhüters und souverän festgehalten den Ball. Pass mal auf, wie die mir jetzt gleich einen reinschenken hier, Real, Alter. Das gewinne dann. Das Spiel ohne Ball klappt. Cristiano Ronaldo. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Das kann was werden. Gut gemacht. Ja, das könnte was werden. Freistoß. Ah! Das sah vielversprechend aus. Und dann so, kam das Foul. Schütze wechseln, ich drücke RT, Junge. Was ist da los? So, jetzt hier werden mal ein bisschen Kraft in der im Bolzen. Ah, okay, Boland, alles klar. Volles Fund jetzt. In die Torwart-Ecke. Und jetzt kommt der. Ah. Aber noch nicht geklärt. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Ein paar Tricks. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, Ronaldo hat schon eine gelbe Karte. Stark für das gemacht. Das war nur ein kurzer Angriffsversuch. Der Gegner ist wieder am Ball. Natürlich auch geil. Ein Verein, der gerade aus der zweiten Liga aufgestiegen ist. Hier Testspiel gegen Real Madrid. Gar kein Problem. Da können Sie jetzt einen Konter draus machen. Ah. Den haben Sie gut eingestielt, den Konter. Aber perdu. Perdu. Einwurf. Jetzt ins Tor. Ja, damit hat er die Gefahr erstmal abgewehrt. Ah, der Konter ist vorbei, ne? Ja. Aggressives Tackling.
Hans Barakowski hier, der macht das. Aber das ist noch nicht 3-0 hinten, liege ist schon mal gut. Jetzt greift er ihn an. Also es ist nicht unmöglich, dass ich hier gewinne, aber es ist halt auf Profi mit Braunschweig hier, mit den Gurken-Heinis. Hier Kedira Sami. Wie er die Situation vorausgeahnt hat. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Und damit ist der Konter erstmal gestoppt. Und nun hat Real Madrid den Ball. Ja. Alle nach vorn, ruft der Trainer, der Hausherrn, seinen Spielern zu. Dabei sollten sie aber tunlichst ihre eigene Defensivarbeit nicht vernachlässigen. Und Achtung, genau hingeschaut. Das ist nicht der Sinn dieses Angriffs. Der Gegner hat sich die Kugel bereits wieder erobert. Karim! Aber Okoro kommt hier, der rammt dich weg. Ja, geil, Alter. Ah, lebst du den Ball wohl wieder her? Kedira. Cristiano Ronaldo. Ah ja, mit dem Gurkenball. Gutes, schnelles Passspiel. Ach, Kerk, ich wollte gerade drücken. Sergio Ramos. Sergio. Und jetzt starten sie einen Konter. Ah, wieder sie mal Konter. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Ja, ganz hervorragend. Jetzt kann er flanken. Jawohl, abgefangen. So ein Quatschkommentar, ehrlich. Ja, entscheidet auf Einwurf. Ja, er sagt überhaupt nichts zum Spiel. Ja, Einwurf. Ja, Eckball. Ja, Tor. So kacke, ehrlich. Ich hab's jetzt schon zweimal gesagt, aber vorhin, früher, das war so schön, Alter, wo sie noch erzählt haben, ja, hier, der Spieler hat früher hier und da das und das schon erreicht und bla. Und in dem und dem Stadion, das geile WM-Spiel sowieso, blub, blub, blub. Das bedeutet die Führung für das dominante komplett. Team. Und das ist bislang Real Madrid. Ja. Arschfick, ey. 1:0, knappe Führung. Beide Mannschaften können. Mich aufregt da hier, scheiß Kommentar hier. Piss. Dieses späte Tor, das war wirklich Gift für den Gegner. Ja, also das ist, naja, man soll ja vorsichtig sein mit Vorentscheidung, aber das ist natürlich schon ein leichter Hinweis, in welche Richtung das hier laufen wird. Ja, hallo, wenn Eintracht Braunschweig gegen Real Madrid ins Top-Besetzung spielt, das 1:0 zur Halbzeit hinten liegt, ein wunderschönes Zuspiel. Ist das schon eine Sensation. Die machen ja alles schlecht, die Einis da. Kedira. Das sieht alles sehr eng und geschlossen aus, aber wenn ihr schneller spielt, dann findet ihr die Lücke. Hatte schon gedrückt. Ich hatte schon gedrückt. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Das ist die Möglichkeit. Jetzt ein Konter. Ja, Conte, guck an. Und Ronaldo, boom, 2-0. Und er ist drin! Das kotzt mich gerade richtig an, ey, diese... Das ist wunderbar gemacht. Und der ist absolut unhaltbar. Perfekt ins Eck. Wunderbarer Schuss. Ja! Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Und das macht er richtig gut. Keine Anspielstation, da schießt er aus dieser Distanz mal aufs Tor. Da kann der Keeper relaxen, es gibt Abstoß. Schöner Pass. Guck mal hin. Und weiter heißt es aufgepasst. Ein sehr schöner Pass. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle.
Marcelo. Xabi Alonso. Xabi Alonso, ey. Da bahnt sich eine Chance für Real Madrid. Ach, der bald dabei ist, hier wohl den guten Özil zu verdrängen. Mesut. Ein gutes Stellungsspiel. Es muss Einwurf geben. Wenn er den Freistoß nicht schön gibt, gelb, dann haben sie einen Freifahrtschein. Ja, Angel Di Maria. Und nun hat Real Madrid den Ball. Ja, das hat er schön erkannt. Und da ist er gut dazwischen gegangen, ja, und hat den Angriff unterbunden. Der Abwehrspieler, ja. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Kriegt er denn noch der Peters? Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Jetzt wechselt der Trainer einen frischen Spieler ein. Er versucht, die Führung über die Zeit zu bringen. Hier die Ballbesitzstatistik. So sieht ein Pass aus. Jetzt zieht er ab. Da hätte er sich eine schöne Schlagzeile sichern können. Ja, erstmal war das nichts mit dem Doppelpack, aber ich glaube, das kommt noch. Oh, da hat die Hintermannschaft da. Ganz klar. Glück gehabt, die befand sich im Tiefschlaf. Überraschende, schnelle Pässe, die müssen es sein. Dann tut. Ja, Freistoß, aber ganz brutal und rot. Nah am Tor, aus vielversprechender Position. Ein starkes Defensivverhalten, da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Cristiano Ronaldo. Den ramme ich jetzt voll hinten rein. Und da bekommt er Unterstützung. Scheiße. Edwini, lauf, Junge! Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Ein Traumpass. Ja, war ein schöner Versuch. Ja, wie gesagt, gegen Real 2-0, das ist jetzt keine Schande, aber... Und der kommt genau. Achtung! Bisschen mehr. Und schon wieder ein Eckball. Schon wieder, ja, der 5 Millionste. Und er versucht. Ja! Okure, Junge! Sie sind nur ein Tor hinten. Es ist noch nicht vorbei. Nee, das wird nochmal eine ganz enge Kiste. In der Entstehung, im Abschluss, Weltklasse. Ja. Ganz richtig erkannt. Lassen wir rennt. Benzema. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Ah, nee, jetzt ist vorbei. Jetzt pfeift er. Pfeift. Jetzt pfeif nicht. Scheiße. Aus, vorbei. Das Spiel ist zu Ende. 2-1 auf Profi gegen Real. Also kann man schon mitleben. Ich dachte, es gibt eine Packung, aber die gab es überhaupt nicht. Ja, und das ist wieder so ein Moment, wo ich mit dem Verlierer mitfühle. Das war eine klasse Leistung. Ja, auf jeden Fall. Ich war wirklich gut in Form, ja. Tut mir leid. Eins acht für... Nee, es ist unter Wert hier. Roland, 2,3 ist er wert, Junge.
wake up as the rain is pouring. I don't care, I'm a son with you, I'm soaring. Still sleepy, nice and easy, it's too good, yeah, life is peachy. So sweet, every hour feels like weeks, that's how my heart. So, Testspiel, gegen wen ist das jetzt hier? Was ist denn das für ein Scheiß? Chievo Verona. Siehst du, er hat sich gleich schon verbessert hier. Oder? Was heißt das Ausrufezeichen? Genau. Ah, hier schon ein bisschen was. Sie kommen hier bei Wasshausen. Der kommt nochmal ein bisschen. Als Reservespieler kann man jetzt sicherlich nochmal gebrauchen. Ah, hier, da kommt er nochmal. Hier, guck an. Ein Spiel nicht gespielt und schwupp, schon wieder ein Punkt. Ah, er hier. Ohan Edemi hier. Okoro, das dumme Schwein, wenn der nicht abgeht in der Werte, dann raste ich aus. So, gegen wen spiele ich eigentlich zuerst in der Liga? Ah, gegen Man City nochmal ein Test. Ach nee, Newcastle ist es, okay. So, was ist das hier? Ligaspiel gegen Augsburg, okay. Dann gegen Mainz, erstmal nicht so die starken Spiele, okay. Dann gegen Schalke, Hamburg, Nürnberg, Bayer, Leverkusen, 96. Oh, hier, da kommt Bayern. Aber kann mir das nochmal einer hier in die Comments vielleicht reinschreiben, ob ihr wisst, wenn ich einen Nationaltrainerposten annehme, ob ich dann auch noch weiterhin hier meinen Verein betreue? Oder nicht? Das wäre cool, wenn ihr mir das mal sagen könnt. Brauche ich nämlich nicht selber gucken. Ich hau jetzt nämlich erstmal hier ab. Es ist 2 Uhr nachts, 2 Uhr morgens. Ich gehe pennen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Und adieu!